Gibt es eine neue Energiepreispauschale für Rentner? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben eine ganz interessante Anfrage bekommen. Ein Rentner hat uns mitgeteilt, dass er wohl im Internet gelesen habe, dass es bald wohl eine neue Energiepreispauschale für Rentner geben soll. Das Bundesarbeitsministerium habe wohl bekannt gegeben, dass da wohl darüber nachgedacht würde, aufgrund der steigenden Kosten und der Energiekosten, die vor allen Dingen Rentnerinnen und Rentner treffen, die wenig Renteneinkommen haben, dass es hier wohl eine neue Energiepreispauschale für Rentner geben soll. Meine Damen und Herren, ich mache es ganz kurz. An dieser Aussage oder an dieser, wo auch immer dieser Mann das gelesen hat, ist nichts dran. Ich habe im Internet nochmal recherchiert und habe nichts gefunden, keinerlei Hinweis gefunden, keinerlei Gesetzgebungsverfahren gefunden, dass es eine neue Energiepreispauschale für Rentner geben wird. Die Energiepreispauschale für Rentner, das wissen Sie, die ist im Dezember 2022 an fast 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner ausgezahlt worden. Da wird es definitiv nichts mehr geben. Also zumindest ist mir nichts bekannt. Sicherlich wäre es sehr, sehr wünschenswert, wenn wir noch eine neue Energiepreispauschale bekommen würden. Aber es wird oder es gibt keinerlei Hinweis, dass der Gesetzgeber nochmal ein neues Paket für Rentnerinnen und Rentner schnüren wird. Also, meine Damen und Herren, lassen Sie sich bitte nicht verrückt machen. Es wird definitiv keine neue Energiepreispauschale für Rentner geben. Also zumindest ist nach aktuellem Stand da nichts geplant. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.